Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Oh, hier sehe ich auch, hier ist auch ein bisschen was kaputt. Ihr hört's, die versuchen es schon wieder an unseren Gang da irgendwie durchzukommen. So, jetzt springen wir runter und let's rock. Achso, die waren doch nur hier hinten am Gang. Sieht so aus. Okay. Ich meine, diese Wand mag ich sowieso nicht, weil man da nichts sieht, aber... Ja, ich dachte eigentlich, dass sie immer hier vorbeigehen und quasi, ne? Ich wollte nur, wenn sie da oben langlaufen, nicht, dass sie seitlich kommen, sondern hier einfach runterfallen. Weil die Gefahr bestand ja, dass sie irgendwie seitlich zu uns auf die Gitter kommen. Darum habe ich das ja alles weggeholzt. Aber die haben doch irgendwie Steinblöcke weggehauen. Weil so von der Geräuschkulisse... Ja, da oben ist noch eine. Die kommt mir schnell entgegen. Und da fällt sie. Achtung, die macht einen richtigen Schwan. Zack! Ist sie gut geflogen und lebt noch. Okay, jetzt nicht mehr. Hatte ja zwei Gänge, ne? Vielleicht haben sie den anderen ja aufgegraben. Aber der ist ja auch dicht. Der hier ist dicht. Da ist nichts drin. Es sei denn, da ist was drin, was spawnt, aber... Ja gut, das war letztes Mal, ja, sah es jetzt auch so aus. Nee. Oh, hier wird gebuddelt. Bleib mal, wo bist du denn? Ja. Hier hast du aber auch dicht gemacht. Naja, da hattest du mit Beton oder so und ich habe ich einfach Pflastersteine nur drauf geballert. Okay, ich hatte jetzt nämlich extra noch Betonblöcke mitgenommen. Ich gehe mal auf die andere Seite. Nur mal zu gucken, wie es da aussieht. Ich glaube, da habe ich auch alles zugemacht. Stück zu hoch. Alle lacht mich doch gleich ein, zwei Nester an. Die nehmen wir mal mit. Scheiße. Was ist? Ich hasse, wenn ich ja keine Federn habe, sondern immer diese Eier. Weil wir Eier ja auch nicht brauchen, um sowas wie leckeres Essen herzustellen. Ja, aber Federn sind mir lieber. Oh. Was ist? Brauchst du Beton? Nee, aber... Hä? Warum hatte ich denn hier... Ach, ich bin wahrscheinlich... Ah ja, ich bin hier tiefer... Ich habe hier... Tiefer war ja mein Loch, quasi. Und die sind einfach drüber, drüber geballert. Hier ist zwar kein Zombie, aber ich mach's einfach mal dicht. Mach es. Was wenn nicht, dass da kein Zombie drin ist. Wenn sie drüber sind, dann halt, ja, kommen sie halt nicht in meinen Gang, den ich damals gebaut habe, ne? So. Wieder schick. Gleich nochmal breiter. Oh. Okay, Zombie-Bagage.
machen mir das Spiel kaputt. Ich fand es halt immer Spaß gemacht, so einen Berg komplett mit Gräben zu versehen. Aber den Spaß nehmen die jetzt ein. So, ich gehe mal ein bisschen das Haus zertrümmern. Ich brauche Holz. Was warst du? Das Haus zertrümmern. Ist ein Holzhaus. Hack ich einfach mal nieder. Scheißteil. Okay. Denk dran, du wolltest auch die... Ach nee, die Elektrozäune brauchen ja noch, ne, bis die fertig sind. Ja, also Realzeit waren angesetzt 10 Minuten. Guck mittags nochmal nach. Oh. Fass. Das brennt. Spülhaken? Okay. Randale. Du willst, dass das Dach runterfällt? Ja, kaputt machen. Zerstören. Doch, es darf nicht mir gehören. Ja. Oh, das ist noch eine Luft. Das ist ja cool. Das bleibt so moderne Kunst. Ah, ich glaube, das steht da auf den Kochtöpfen oder was da noch ist. So, hier war ich auch mal. Egal. Hallo, Leuchtezombie. Du packst es, ne? Ja, passt schon. Das ist ja gut. Ich schieße ihn einfach immer in den Schritt. Der wird mich hassen. Ey. Das ist ja hektisch. Aua. Er trifft mich ja. Ey. Es ist schon jetzt... Ah, jetzt reicht's. Ich habe meine Waffe nicht dabei. Ah. Ey, ich verstehe manchmal das Spiel nicht. Oh. Ja, ich hau ihn mit meinem Powerschlag, müsste ihn treffen. Er steht vor mir, 2 Meter, ich treffe ihn nicht. Aber natürlich, er haut einmal zu und hat mich getroffen, ne? Hm. Aber so ist es halt. So, braucht man nicht. Scheiß Pflanzen. Gibt's nicht. Ich reiß das Haus ab. Schade, dass man nicht über Sombert hier Brände legen kann. Ja, das ist cool. Ob Schränke auch stabilisieren? Das weiß ich nicht. Ich meine, ich krieg mehr Holz, wenn ich einen Baum kaputt haue, aber... Ich hab meinen Spaß. Das ist schön, das ist das Wichtigste.
ist auch reine Spiellogik. Ich kann durch eine andere Wand quasi eine andere Wand kaputt schlagen. Wenn ich so eine Reichweite bei Zombies hätte, wäre ich glücklich. Oh ja. Oh, ich bin durstig. Das Zerkloppen lässt mich ermüden. Vielleicht könnte man einen Teileinsturz schon mal machen. Alles auf einmal werde ich nicht schaffen. Auto da hinten. Komm hier rüber, hier, komm her. Schön hier Haus kaputt machen. Ah, geht's immer. Scheiß Tür. Kommt hier nicht her. Komm hierher. Kommt er? Super. Vielleicht habe ich noch einen Kumpel, der hilft mir. Bist du Miststück? Ich höre dich. Da bist du. Ja komm, mach mal kaputt. Aber Zombie. Rein machst du das. Komm ruhig weiter. Denk dir ran, du sollst hier kaputt machen, mich nicht fressen. Ah, hier ist der Stein. Scheiße. Oh, du bist aber eine faule Sau, ey. Ich dachte, du hilfst mir. Hier bin ich.
Oh, er nimmt sich den Kamin vor. Das finde ich sehr lieb von ihm. Das ist ein guter Zombie. Nee, 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 nee. Jetzt lobe ich dich einmal, du Horst, und dann kommst du hier rum. Das Ding kracht auch nicht weg. Genau, mach mal die Tür kaputt. Hast du. Gut. Die Kamine ist immer nicht kaputt. Was machst du denn da? Oh, da hat man einen Teileinsturz. Ja, der Kamin hält noch viel aus. Und ich glaube, der Kühlschrank trägt auch hier was bei. Ja, yeah. Aber es ist nicht alles. Auch für dieser verdammte Kühlschrank da hinten. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Schade, dass ich keine Granaten habe. Oh, raus, 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 raus. Oh, ho, ho, ho. Uiuiui, das war knapp, das war knapp. Ach, alles fliegt und schwebt hier noch. Schöne Kettenreaktion. Krass. Und der Kamin steht immer noch. Es scheint ein sehr stabiler Kamin zu sein. Und mein Zombie-Freund lebt immer noch. Nee, dich lasse ich am Leben. Das hast du. Du hast mir mitgeholfen. Ich kann dich nicht umbringen. Nein. Aber warte mal, da sehe ich noch einen Bolzen. Den will ich mitnehmen. Oder sind noch mehrere Bolzen? Nee, ist Holz. Jetzt brauchst du nicht mehr randalieren. Es ist ja alles kaputt. Ich verlasse dich jetzt. Es tut mir leid. Mach's gut, mein Freund Horst. Horst Seehofer. Es war schön mit dir. Der hat mir geholfen. Das war, der war nett. Du kannst doch nicht mit solchen Namen um die Ecke kommen. Ah ja, ich wollte Holz hacken, ne? Ja. Ja, gut. Ich wollte gegen Mittag mal gucken, wie weit das alles ist. Ja, gut, ja. Ah, dieses Haus musste ich einfach auseinandernehmen. Ich konnte nicht anders. Oh, ein Nest. Ist okay. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sah gut aus. Das ist schön. Das ist aber eine mächtige Tanne. Die ist ja riesengroß. Und das würdigst du wahrscheinlich gleich, indem du sie abhackst. Jo. Richtig erkannt. Nein! Ich wollte Holz sammeln, siehst du? Hab ich gemacht. Kann sein, dass ich einen Horst mit nach Hause bringe, aber ich kann ihn nicht umbringen.
Warum nicht? Der hat mir geholfen. Der ich möchte aber kein Haustier-Zombie haben. Aber ich möchte keinen Haustier-Zombie haben. Aber das ist Horst. Kann man nicht Horst irgendwo anketten? Oh, das sieht aber schick aus. Guck mal hier so töff. Ah, hier ein bisschen töff. Ja, machst du gut. Sieht gut aus. Danke. Brauchst du noch Pflastersteine? Nee. Okay. Warte, ich mach das hier doch mal ein breiter. Aber ein breiter ist, glaube ich, nicht schlecht. Das kommt davon, wenn Heinrich seinen Kaffee nicht kriegt. Ich wollte Kaffee kochen. jetzt erklärt sich, das erklärt so einiges. Gerade eben. So, da. Haben wir fertig. Können wir Glas nochmal gebrauchen? Ach komm. Na klar, Glas brauchst du, um so Verteilerdinger zu bauen. Alles hier durcheinander. Oh, hier hatten wir sogar noch Verteilerdinger. So Stromdinger, naja. So, brauchen wir Fackeln unten noch? Nee, ne? Fackeln haben wir auch noch eine ganze Menge, also musst du nur gucken. Darum frage ich ja gerade. So. Bevor ich wieder rausrenne. Dann nehme ich nochmal Fackeln mit. Hab da hier gerade einen Haufen gesehen. Wo sind die Fackeln? Sind sie. Die Stromzäune vor Auer. Vor dem Auer, genau. Genau, vor den Blade Traps, das hast du richtig erkannt. Ich würde sagen, in dieser Scheißecke lungern sie bestimmt auch rum. Machen wir Nummer 1. Machen wir hier Nummer 2. Nummer 3 steht ja hier. Aua. Gekillt? Ja, aber ich sehe hinten links. Ja, da kommt Leuchte. Biker. Okay, kommt durch. Hey! Sausack. War das echt nur einer? Nein, da ist... Spider-Man! Da kommt eine Spinne. Springt einmal über mich drüber. Spider-Man! Spider-Man! Noch eine. Das ist jetzt bestimmt Venom, pass auf. Wo ist denn der? Venom! Da! Oh! Ich sagen. Die hacken auch Bäume kaputt, cool! Alter, Venom, ey! Ah, der war schon immer cooler als Spider-Man. Trägt einfach schwarz, sieht einfach cool aus. Ja, was wollte ich gerade machen? Ich bin wirklich gespannt, hier auch hochzufahren, weil hier diese Rillen sind. Dürfte lustig werden. So, das wird ein Spaß. Ja, dieses Bauen ist auch sehr spaßig, weil ich halt
echt so improvisieren muss, damit es dann direkt auf die Dings kommt. Halt, ne? Ja, denselben Spaß wirst du hier haben mit dem Elektrozaun. Weil hier, das ist nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. So weil hier noch so viel, ja. Geronimo! Das ist mein Satz. Dein Satz? Ja. Okay. Ich wollte hier auch einfach einen auf Geronimo machen. Auch hier in der hintersten Ecke wollte ich noch einen Elektrosound dran setzen. So. Ich habe weniger Zäune gebraucht als gedacht. Haben noch 21 übrig. Also wenn das so nicht passt oder dir nicht gefällt mit dem Zusammenkabeln, dann können wir da noch was machen. Okay. Oh oh. Warum ist es da so komisch? Pflasterstein? Also das ist noch... Okay. Das war so. So. Oben kommt ja kein Elektrozaun hin. Das heißt, dann kann ich hochgehen und alles mit Stacheldraht verballern. Oben hat es ja alles repariert, ne? Nicht repariert, sondern angeschlossen. Ja. Gut. Dann baller ich da jetzt 100 Stacheldraht hin oder so. Boah, ich bin kaputt. Oh, hatten wir nicht mal einen Raketenwerfer? Was gab's doch im Spiel, ne? Ja, aber hier hat man tatsächlich noch keinen, glaube ich. Okay. Na gut, direkt vor der Basis wäre auch ein bisschen doof eigentlich, das einzusetzen. Hier oben waren aber auch Elektrozäune, sehe ich gerade. Die Betonung liegt auf wahr. Also ein paar sind noch da. Zum Teil ist auch noch ein Kabel drum. Okay. Weil ich baue hier einfach auch noch welche ran, dann kannst du sie von mir aus auch nochmal vergabeln. Dann kann ich jetzt hier aber keinen Stacheldraht verlegen. Oh, hier so einmal rum, didelidum. Da bis zur Ecke haben wir. Falls sie von da kommen, gibt es da auch nochmal ein Zäunchen. Und dann noch Scheiße. Scheiße bis nach ganz unten. Au, 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 au. Au, 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 au. Na gut, dann warte ich mit einem Stacheldraht. Oh, ich hatte doch schon wieder so eine. Echt? Irgendwo habe ich schon wieder eine gehört. Vielleicht halluziniere ich auch langsam, keine Ahnung. Nein, ich habe wirklich eine gehört. Also ich höre keine, also... Ah, da. Nein, ich habe zu spät getroffen. Ah, ich habe sie aber mit einem Schuss erledigt. Alles gut. Ich überlege... Braucht man da was von der alten Basis? Oder von unserer Basis? Wohl, eigentlich ist es ja schon fast unsere neue da. Das hast du, glaube ich, schon mal festgestellt in der letzten oder vorletzten Folge. Ja, weil wir basteln da mehr rum, ups, als an unserer neuen. Alten Basis, meine ich. Chemiestation hat man ja nur in der alten Basis, ne? Hm.
Ja, dann brauche ich da nicht hinfahren, weil wir das ganze Zeug ja hier noch haben, Kohle und so. Du könntest ja auch eine neue Chemiebasis hier bauen. Ja, dann ist die alte Basis wirklich Geschichte. Hast du recht, komm, ich brauche eine Chemiestation. Und dann können wir auch noch mehr Kisten bauen und... Ja, dann wird das hier unsere Hauptbasis. Weil die andere würde ich nicht abreißen wollen. Nö, ich würde da auch meinen Schlafsack weiterliegen lassen. Jo. Wie gesagt, kannst du noch verkabeln? Oh, ich komme nicht hoch. Ja. Mach ich morgen, ich bin hier gerade im Baurausch. Im Baurausch? Ja. Das ist nämlich gar nicht so einfach, das hier vernünftig zu machen. Ja, glaube ich dir. Yes! Hast du gerade eine Fackel zerschossen oder was war das dran? Warum? Nur gucken, ob es funktioniert. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich treffe. Aha. Training. Aha. Funktioniert. Jetzt weiß ich's. Oh. Okay. Ja, läuft. Chemiestation. Genau. Finde ich denn wieder? Unter Eis? Nee. Oh, ein Kochtopf. Und brennende Fässer. Davon haben wir gar nicht mehr was übrig, brennende Fässer, ne? Nee. Die haben wir tatsächlich nicht. Hm. Kann man bestimmt selber basteln. Stimmt. Und Messbecher. Haben wir. Haben wir noch zwei? Ja, haben wir. Zwei haben wir. Ich glaube, ja. Habe ich gefunden? Haben wir. Brennendes Fass. Ich brauche erstmal so normales Fass. Dann gibt es doch bestimmte Rezepte. Und nein, daraus kriege ich kein brennendes Fass. Ja, früher konnte man die auch mal einsammeln.
Aber das war früher. Hm? Ja, rein, Junge.